Hey, heute trinken wir wieder Milkshakes und spielen mit den Fidget Spinnern. Die Nacht ist noch jung. Ja, die Nacht ist noch jung. Genau, es ist gerade mal 19 Uhr. Aber ich habe hier schon den ersten Edelstand freigeschaltet. 300 Punkte. Und ich musste noch nicht mal die 12 Quests machen, weil ich habe nur 11 von 12 geschafft. Leider sieht das bei den anderen Charakteren richtig beschissen aus heute. Hier muss ich wieder 20 Mal blättern. Toll, ich habe heute gerade mal nur 19 Pilze. Das heißt, selbst wenn ich das machen wollte, könnte ich das nicht. Das heißt, ich habe heute 265 Punkte. Das heißt, ich muss hier noch mindestens 2 Tage warten. 3 Tage haben wir noch, das heißt, es ist schaffbar, aber nicht, wenn ich hier das nochmal bekomme. Na doch, dann auch. Aber eben dann frühestens in 2 Tagen. Kommt drauf an, was die anderen Dinger sind. Dungeon kann ich hier machen. Kann ich das Vieh hier immer besiegen? Ich glaube immer noch nicht, oder? Kämpfe dauern hier immer so lange. Okay, wir sind auf 53%. Zirkus des Grauens schaffe ich, glaube ich, noch nicht. Ob ich das hier schaffe, weiß ich auch noch nicht. Ich versuche es erst gar nicht. Hier bin ich schon sehr weit gekommen. Kann sein, dass ich das jetzt nicht schaffe, aber ich hab's geschafft. Das schaffe ich meistens. Cool. Wen kann ich hier zusammenschlagen? Den hier. Warum ist hier immer nur rot? Ja. Hier habe ich heute schon alle Kämpfe durch. Ich glaube, ich habe davon nur 2 schaffen können. Ich komme hier irgendwie auch gar nicht mehr so weiter. Ich meine, hier habe ich heute einmal hier. Aber ich glaube, die meisten Dinger hier habe ich auch durch Abenteuer bekommen, damit ich die füttern kann. Tja, unmöglich. Ah, ein Kollege! Ein Kollege. Ja. Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend. Ich nehme das, das und das. Warum geht das nicht? Ach, Scheiße. Ich nehme wieder das, was ich nicht weiß, was das ist. So ein Pech. So ein Pech. Ja. Schade, ne? Tja, es stört mich irgendwie, dass hier ständig so teure Dinge kommen. Ich meine, insgesamt für alle 3 Charaktere hätte ich bestimmt schon so die 25 € ausgeben können. Hey, 500 Pilze. Aber ich kaufe mir keine Pilze. Guten Abend. Glücksrad. Dass ich das immer wieder vergesse. Ganz schön wenig Gold, finde ich. Stopp, stopp! Du machst mich arm! Was habe ich da gekriegt? Bäh, Glück. Einfach nur Glück kann ich nicht gebrauchen. Wie machst du das? Ja,
Nieten kann ich aber auch nicht gebrauchen. Wie machst du das? 105.000, das ist doch schon mal eine Summe, die ich gerne annehme. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Guten Abend. Ja, ich habe schon 11 von 11 getrunken. Kaufe zweimal einen epischen Gegenstand. Scheiße. Das heißt, das werde ich heute auch nicht machen können. Aber ich kann bestimmt die 8-mal drehen, weil ich habe ein paar Lucky Coins gesammelt. Hoffentlich reichen die für 8 Drehs. Aber dann fehlen mir immer noch 5 Punkte für heute. Dann hätte ich hier auch meinen Edelstein. Und wir gucken gleich, wie gut der Edelstein von meinem Charakter da ist. Wir können ja erstmal... Hier bin ich auf 85. Ausgewichen. Hey. Ich sehe das gerne, wenn sich mein Charakter bei dem Vieh hier wiederbelebt. Leider nur einmal diesmal. Aber es reicht für 74. Wow. Wie viel hatten wir vorher? 85? Habe ich 11% gemacht und morgen bin ich wieder bei 84. Juhu. 1% Fortschritt. Hier bin ich bei 48. Ich traue mich nicht hier weiterzumachen. Das Vieh ist auch wieder 212. Ich weiß nicht. Ah. Knapp. Ist schlagbar. Aber nur nicht jetzt. Die sehen mir alle irgendwie viel zu stark aus. Ich nehme mal den hier mit den niedrigsten Leben. Ja. War knapp, aber auch wenn man knapp verliert, hat man trotzdem verloren. Tja, Pech. Ich bin hier immer noch unter 6.000. Rang 5.993. Ja, die Gilde hier hat 42 Mitglieder. Sind schon ein paar aktiv. Ein paar weniger, wie man sieht. Wenn die Gilde hier voll ist, dann muss ich leider die ersten rausschmeißen, damit neue aktive Mitglieder dazukommen können. Ich hoffe, dass die vielleicht irgendwann doch nochmal online kommen, bevor die Gilde voll ist. Gut, kann ich hier drehen. Ich habe 71 Lucky Coins und einen freien Dreh. Sollte für 8 Mal reichen. Steine. Wer braucht schon Steine? Mein Steinlager ist, glaube ich, voll. Wie machst du das? Mein Holzlager ist auch voll. Ich brauche das nicht. Ich brauche den Scheiß eigentlich. Wie machst du das? Nein, ich schon wieder Steine. Ey. Verdammt! Schon wieder gewonnen! Gold ist wenigstens ein Gewinn. Nicht so wie Holz oder Steine. Stopp! Stopp! Du machst mich arm! Hey, das ist doch... Das ist doch... So ein toller Trank. Reicht jetzt immer noch für 27 Halt. Tage und ich bekomme morgen und übermorgen sogar nochmal so einen Trank. Warum kann ich nicht öfter so einen Trank bekommen? Hier am 16. bekomme ich schon wieder so einen Trank. Das heißt, 7 Tage, nochmal 7 Tage sind, reicht hier nochmal insgesamt 14 Tage.
Dann kommt natürlich nochmal so ein schöner Trank, wenn die zwei Tränke aufgebraucht sind. So muss das aussehen. Das finde ich toll. Was suchst du? Trotzdem brauche ich Ausdauer und Geschicktränke, die leider hier wieder nicht vorhanden sind. Intelligenz, brauche ich nicht. Ich muss wirklich auf Ausdauer oder Geschick warten. Aber da sind jetzt noch 6 Tage Zeit. So, wir waren bei Drehen. Stopp, stopp! Du machst mich arm! Oh, ich habe Scheiße bekommen. Ich habe Scheiße bekommen. Stopp, stopp! Du machst. Gut, die Scheiße bringt auch nur Glück. Die Scheiße bringt Glück. Rüstung und Ausdauer. Ja, nein. Selbst der kann das nicht gebrauchen. Warte mal, wie hab ich? Ja, ich habe schon, okay. Was wollte ich jetzt? Ah, hier, Gewinn abholen. Dreimal Gegenstand beim Schmied zerlegen. Okay. Die Nacht ist noch jung. Und wir haben 8 Mal gedreht und uns fehlen echt nur noch 5 Punkte. Ich meine, ich könnte versuchen, die 2 epischen Gegenstände zu finden, aber es könnte mich alle Pilze kosten und ich finde keinen. Es könnte mich aber auch weniger Pilze kosten und ich finde gleich beide. Aber unwahrscheinlich. Das heißt, ich muss bis morgen warten, bis ich mir den holen kann. Ich dachte echt, ich kriege heute alle drei, aber ist nicht so. Wir gucken erstmal hier. Ja, die Gilde ist noch voll. Wir haben aber schon wieder Leute, die einfach so über 3 Tage unentschuldigt fehlen. Wir werden angegriffen von Holde und wir greifen sogar schon wieder Leutchen an. Und wir haben gestern einmal angegriffen und heute früh wurden wir schon wieder von den Einsteigern angegriffen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Einsteiger schon wieder. Die kennen wir hier von Anfang an. Die haben uns schon 3 Mal angegriffen und jetzt schon ein 4. Mal. Die haben es voll auf uns abgesehen. Obwohl die jetzt schon eine ganze Weile nicht angegriffen haben. Am 18.8. haben die das letzte Mal angegriffen und dann jetzt heute früh. Am 26.8. Wir gucken uns erst den an. Dann 22 Leute vertadelt. Okay, vielleicht nicht aktiv, aber einige sind mit halbem Leben. Yeah.
greift gleich wieder richtig aggressiv an. Ja, so ist richtig. Immer genau. Das sehe ich doch gern. Nein, ich hätte den jetzt nicht blocken dürfen. Auch wieder 18 Leute beim Angriff mitgenommen. Aber es dürfen auch gerne mehr werden. Können die Angriffe nicht immer so schnell hintereinander kommen? Oh. So was kann ich überhaupt nicht leiden, wenn die gleich so einen Angriff machen können. Sehr schön. Immer schön wiederbeleben und nochmal draufhauen. Und nochmal, sehr schön. Mein Charakter den letzten Schlag gemacht. Sehr schön. Held des Tages ist Hündin. Die hat aber auch richtig gut draufgehauen. Und mir fällt gerade ein, ich habe vergessen zu zeigen, dass ich einen Dungeon geschafft habe. Das war hier den. Da ist jetzt das Vieh mit 38. Da war vorher eins mit 34. Moment. Das hatte ich nicht gezeigt, oder? Auf jeden Fall eine sehr knappe Sache. Und da bin ich Stufe 27.
falls ihr euch gefragt habt, warum bin ich schon Stufe 27? Gut. Ja, wir haben noch einen Kampf. Die Einsteiger mal wieder. Was sind da jetzt überhaupt für Leute drin? 43, 47, 47, 42, oh Mann. 45, 40. Ja, also man sieht schon, die sind für uns unschlagbar. Die sind auch 50, also deren Gilt ist voll. Finde ich natürlich schade, dass die uns schon wieder angreifen mussten. Und bei mir auf der Seite sind es auch nur 36. Aber von denen greifen auch noch 36 an. Fallen sie um. Auf meine Seite. Dirty Joghurt. Bei 10 von 36. Wir sind immer noch beim ersten, oder? Wir brauchen mehr starke Mitglieder. Ich finde ich auch.
Warum kann der ausweichen? Das ist unfair. Lass mich mal zum Zug kommen hier. Das war jetzt aber echt. Wir sind auch fast durch. Und dauert noch nicht lang genug, belebt euch mal schnell alle wieder.
doch wieder belegen. Coole kritische Treffer. Oh. Jetzt geht es erstmal wieder eine ganze Zeit in die andere Richtung. Jetzt werden beim Gegner wieder ein paar Leutchen hinfallen. Hat er wenigstens ein paar gekillt. Aber hat dann doch nicht wieder gereicht. 84 Ränge abgestiegen. Tja. Na gut. Guten Abend. Guten Abend, wir waren bei der Taverne und wir werden mal diesen tollen Edelstein hier beanspruchen. Brachialer Bombastbrill. Okay. Und Intelligenz 20 und Ausdauer 20. Alter, ihr wollt mich doch total verarschen, oder? Ich hätte jetzt sonst was gedacht. Aber ich habe hier schon Intelligenz 14 und hier Intelligenz 13. Wie soll mir dieser Stein hier weiterhelfen, wenn das nur 20 ist? Das heißt, gar nicht mal so viel mehr, als ich hier haben könnte. Ich habe jetzt auch länger nicht hier Steine rausgeholt. Ah,
Verarscht wurde ich hier. Und hier 40. Nehmen wir die 38. Wird nix. Toll. Okay. Ja. Arena ist jetzt schon wieder nicht. Nehme ich einfach. Hau den um, krieg 2 dazu. Prozent. 688, naja. Muss ich noch eine Menge Leute umhauen, damit ich Ringe fehlen mir noch ganz viele. Doch hier fehlt mir. Die sind aber wahrscheinlich noch nicht so auf meinem Level. Da muss ich erst noch ein bisschen weiterkommen. Pronto, pronto. Ach, hier habe ich das gar nicht. Ja, ich habe hier schon den. Wie heißt's? Abzocker abgezockt. Eigentlich wollte ich es aufnehmen, hat aber nicht so geklappt. Dann habe ich es einmal ohne Aufnahme gemacht und dann hat es plötzlich geklappt. Leider. Viereckige Augen habe ich. Man kann die Seiten sogar so umblättern. Okay. Macht sich bestimmt auf dem Handy gut, hier so per Touch umzublättern. Na gut, wir haben unsere Gildenkämpfe gesehen. Wir wurden vom legendären Edelstein enttäuscht. Und ja, schauen wir mal, was uns der morgige Edelstein bringt. Wo war der? War der hier? Nein. Der ist übermorgen dran. Wenn ich heute nicht noch zufällig irgendwie einen Pilz bekomme. Schön, dass du wieder da bist. Drehen kann ich nicht. Schade. Aber hier haben wir morgen unseren nächsten Edelstein. Mal schauen, was der so bringt. Hier bringen wir die normalen Edelsteine auch schon so 120. Ist 120 echt das Beste? Dann müsste mir der legendäre Edelstein morgen auch so 120 und 120 geben. 120 Geschick und 120 Ausdauer. Mal schauen. Wenn ich die zwei epischen Gegenstände kriegen könnte, aber das wird nichts. Nee. Ich kann nochmal würfeln. Was nehme ich? Holz will ich nicht. Ich würde gerne was haben. Oh, das tut mir leid. Normalerweise sind in dem Spiel im Original ja 3 Würfe, oder nicht? Warum kann ich hier nur 2-mal würfeln? Das ist unfair. Na gut, dann war's das für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann zeige ich auch den einen Edelstein. Bis dann. Tschüss.